Jede. Was gibt's? Ich will mit dir über Laura reden. Ah, heikles Thema. Nur zu, sag schon, was dir auf der Seele brennt. Kannst du mir sagen, was ich noch alles fürs Mitternachtspicknick beachten sollte? Erstmal musst du einen passenden Ort dafür finden. Olofs Gasthaus ist sicher nicht geeignet dafür, oder? Okay. Lass uns über was anderes reden. Jede Menge Sachen, aber gut. Kannst du mir was über Magie erzählen? Klar, erkläre ich dir alles, was du wissen willst, du großer Magier. Ob du es kapierst? Wird sich zeigen, bla bla bla. Warum ist in meiner Welt Magie eigentlich so selten? Ist sie doch gar nicht. Sie wird nur nicht wahrgenommen. Ignoranten wie du rennen achtlos daran vorüber und können nichts damit anfangen. Das fand ich wirklich schwer auszuhalten, als ich in deiner Welt zu Gast war. Wie bitte? Du warst mal in meiner Welt? Oh ja. Und seitdem buche ich meine Reisen nie wieder last minute. Lass uns über weniger magische Sachen reden. Wahrscheinlich ist in London gelandet, im Herbst. Wie komme ich wieder zurück in meine Welt? Ach, das ergibt sich schon fast von selbst, sobald du deine Prüfungen erledigt hast. Und wenn ich die Prüfungen nicht schaffe? Ach, daran wollen wir doch einfach mal nicht denken, oder? Schließlich wären die Konsequenzen für dich, nun ja, entsetzlich und gemein. Also immer schön positiv denken, ehe du eine selbsterfüllende Prophezeiung erschaffst und dein Schicksal besiegelst. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mir macht das Spaß. Ich weiß auch nicht, woher ich diese Empfindung nehme. Gucken wir mal, ob im Gasthaus was Neues ist. Nein, aber dann gucken wir mal, wie es nachts aussieht. Vielleicht hat Hokus da noch mehr Lust, mit uns zu quatschen. Huch! Ha, du bist es. Nein. Das Niespulver hat Farida ordentlich durchgekitzelt, als sie auf der Leiter stand. Ach, das ist großartig! Großartig! Ist sie auch runtergefallen? Sie ist mitsamt der Leiter umgekippt und hat dabei noch ihr Ladenschild runtergerissen. Das ist phänomenal. Wundervoll. Wäre ich nur dabei gewesen. Was hast du denn da für eine abgefahrene Tröte? Das ist meine neueste Erfindung. Ich nenne es Hokophon. Nee, nicht! Ich höre gar nichts. Ach nein? Du musst taub sein. Ich höre es ganz deutlich. Es ist eine wundervolle Symphonie, eigens komponiert für mein Hokophon. Oh, meine Ohren! Aufhören! Könnte ich mir mal dein Hokophon leihen? Nein, 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 nein! Ich muss weiter. Dann halt nicht. Bier her, oder ich falle um. Huch, yeah. Aber Simon... Setz dich, Karl. Lust auf ein kleines Glücksspiel? Gerne, Junge. Ich zocke gerne. Ich habe nur leider kein Geld. Wie passend. Ich nämlich auch nicht. Dann vergiss es. Ja. Ich geh da. Marlena. Ein Bruder, na, Kleiner. Was gibt's? Bis später. Okay. Vielleicht hat sich ja was beim Wehrpudel getan, wer weiß. Psst. Psst. Hey! Huh? Ja, du! Hey, komm mal her! Wer ist denn das? Hallo? Hier! Mensch! Hallo! Das ist eine Maus? Da ist es. Herrje, sprechende Mäuse. Krass. Seid ihr magisch? Magisch weniger, aber dafür ziemlich sauer. Oh. Tatsächlich? Auf wen denn? Auf dich, du Trottel. Auf mich? Aber wieso denn? Ich kenne euch nicht mal.
Du erinnerst dich nicht an uns? Nach allem, was du uns angetan hast? Das ist ja die Höhe. Denk wenigstens mal nach. Ach, die Bibliotheksmäuse. Kennen wir uns vielleicht aus der Bibliothek? Ich hab da irgendwas über den Boden huschen sehen. Aha, du erinnerst dich ja doch. Du hast die blöde Katze in die Bibliothek gebracht. Jetzt haben wir kein Zuhause mehr und müssen in diesem Zelt leben. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Das wissen wir. Sonst hättest du schon lange Bekanntschaft mit unserer Familie gemacht. Ja, Familie. Aber jetzt wirst du uns helfen, verstanden? Klar helfe ich. Was soll ich denn machen? Ganz einfach. Wir wollen hier weg. Die Camperei ist nichts für uns. Daher würden wir gerne in den Rathauskeller einziehen. Dort ist es sowieso viel schöner als in der Bibliothek. Leider hat dieser irre Hauswart eine Mausefalle aufgestellt. Mit Käse. Na und? Ihr wisst doch, dass es eine Falle ist. Hörst du schlecht, Dummkopf? Es ist Käse drin. Käse. Wenn einer Maus dieser Duft in die Nase steigt, vergisst sie jede Gefahr. Tja, wenn es so ein Stinkekäse wäre, sähe die Sache anders aus. Aber es ist feinster Bergkäse aus der Milch von glücklichen Kühen. Oha, ich sehe schon, das ist ernst. Okay, mal sehen, was ich machen kann. Ich melde mich dann. Okay, es hat sich tatsächlich was Neues ergeben. Und ich erinnere mich gerade an eine Stelle, wo wir die Mäuse später noch brauchen. Insofern... Ich war noch nie nachts im Rathauskeller. Hat sich da irgendwas verändert? Nicht wirklich. Das ist eine Mausefalle. Die hat vermutlich Jorok aufgestellt. Ja gut, Das führt zu nichts. Warum denn nicht? Das passt nicht zusammen. Das also auch nicht. Verjüngungstrank vielleicht um die F1. Stinkekäse rettet Mäuse. Die Mäuse möchten Melvin helfen, verlangen dafür aber, dass sie in den Rathauskeller einziehen dürfen. Dort steht allerdings Fallen herum und es nützt nichts, wenn Melvin sie einfach entfernt, weil Jorok dann einfach neu aufstellt. Dafür soll Melvin dort den leckeren Käseköder gegen Harzer Käse austauschen, damit die Mäuse nicht in die von der Falle angelockt werden. Okay. Waldlichtung für Mitternachtspicknick finden. Laura einladen. Und dann Goldfalten besorgen. Weißt du, den guten Goldfaden. Der ist nur für die Harten. Dann nur die Harten kommen in den Garten. Oh, schön. Man merkt gar keinen Unterschied. Ist aber schön. Karte Friedhof. Waldlichtung. Vielleicht liegt da noch irgendwas rum, von dem wir bisher noch nichts wissen. Einen Teil vom Grammophon haben wir ja schon. Hey, Nettje, das würde Laura gefallen. Na, habe ich dir zu viel versprochen? Ist das nicht ein schönes Plätzchen hier? Hier hat irgendwer vor ein paar hundert oder tausend Jahren freundlicherweise Tisch und Stühle für dein Mitternachtspicknick hinterlassen. Natürlich solltest du noch ein paar andere wichtige Dinge besorgen. Eine schöne weiße Tischdecke, romantische Kerzen, Musik und natürlich was Leckeres zu essen. Sonst wird das nichts. Ich weiß jetzt schon mal, wo wir die Kerzen herkriegen. Oh. Puh, das klingt nach richtig viel Arbeit. Aber klappen könnte es. Sag ich doch. Notier dir das. Immer auf die Fanny hören. Aber Fanny, das machen wir doch. Ja, die Kerzen werden wir wahrscheinlich von der schrulligen Oma nachts kriegen. Wenn wir der verraten, wofür wir es brauchen, können sie es sogar freiwillig rausrücken. Die vielen Fahne lassen den Wald richtig urig aussehen. Fahren. Pilze. Steinsessel, Steintisch. Pilze. Baumstumpf. Hm?
Armer Baum. Uhu. Fahren. Pilze. Fahren und Pilze und Baumstumpf. Was haben wir denn hier? Eine Jagdhütte. Eine windschiefe kleine Hütte. Und eine Harke. Arme, vernachlässigte Harke. Ich nehme sie mit, bevor sie verrostet, ohne dass jemals einer draufgetreten wäre und sie auf die Nase gekriegt hat. Also, im Garten meiner Oma habe ich die noch nie gegen die Nase gekriegt. Da lag es aber auch nie unfallgefährdet rum. Abgeschlossen. So einfach komme ich da nicht rein. Hm. Hätte ja auch so schön sein können, aber wir haben eine Harke, wofür auch immer. Ich meine auch, wir müssen Kallas Prozess selbst, also wir müssen seinen Anwalt spielen. Ich klappe jetzt erstmal alle Bildschirme ab. Der Hoffnung, noch was Sinnvolles zu finden. Eben kommt mir was. Wir haben ja noch ein altes Tischtuch. So, ich mache deswegen jetzt mal hier. Marlene? Das ist ein ziemlich dreckiger Lumpen, aber vielleicht kriege ich ihn wieder sauber. Du nicht, aber Marlene kriegt ihn sauber. Frau Wisch und weg. So, Wischekorb. So. Ich lege schon mal das Tischtuch zur Schmutzwäsche. Nein, immer noch nicht? Der Pudel? Sieht ein bisschen aus wie Rambo, ne? Okay, vielleicht müssen wir erstmal ihr mal ein bisschen Zeit geben. Straße am Hang. Ah, Waltz ist wieder da. Reden wir mal mit unserem reichen Knacker. Was willst du hier, Kleiner? Könnte ich noch eine Tasse Kaffee haben? Nichts da. Damit ist jetzt Schluss. Deinetwegen habe ich horrende Ausgaben und miserable Gewinne. Wie kommst du überhaupt an fertige Magiekapseln, hä? Von mir bekommst du bestenfalls den Hintern voll. Oh, ich verzieh mich lieber. Oh, da ist aber jemand gar nicht amused. Sowas aber auch. Oh, was haben wir denn hier? Ein Vesperteller. Den Käse nehme ich einfach mal mit. Ist das jetzt ein Diebstahl oder geht das als Beschlagnahmung einer Biowaffe durch? Ich würde sagen, das ist der harzer Käse, ne? Ja. Erste Adventure-Regel, looten, was geht. Zweite Adventure-Regel, mit jedem quatschen, so lange wie es geht. Und das immer wieder. Der Briefkasten ist leer. Okay, Hieronymus. Mein Freund. Was willst du, Junge? Och, jetzt beschwer dich nicht. Du hast nicht zufällig ein wirklich tolles Kochrezept für mich? Kochrezepte? Ich? Willst du mich beleidigen? Ich habe in meinem Leben nur ein einziges Gericht gelernt und das auch nur, weil meine Frau verreist war und ich nicht verhungern wollte. Also kennst du doch eins? Das kannst du von mir aus gerne haben. Also, so wie ich es gekocht habe, eignet es sich wunderbar dazu, Fensterritzen zuzuspachteln. Wenn du damit dein Haus isolieren lässt, kannst du günstige staatliche Kredite beantragen. Aber vielleicht kriegst du es ja sogar essbar hin. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das werden wir nicht nehmen. Du weißt nicht zufällig, wem die Jagdhütte im Wald gehört. Aber sicher, das ist meine Hütte. Sag bloß, du willst dort hinein. Willst du dich dort etwa mit einem Mädchen treffen? Naja, ich wollte nicht allein dorthin, da hast du recht. Erwarte nicht, dass ich dem moralischen Verfall der Jugend Vorschub leiste. Wäre den Anfängen. Von mir kannst du keine Hilfe erwarten, du verdorbener Bengel. Oh. Bis später. Hieronymus, du fieses Stück. Na, ich bin mir sicher, darf noch... Potenzmittel. Lass mein eingemachtes Obst stehen, junger Mann. Ich hatte Monate damit zu tun, das alles einzukochen. Und sie hat sich nicht mal umgedreht.
Da bist du ja wieder.